Hallo und willkommen bei Lyrelda.de. Da wollen wir eine Übungsaufgabe zur Resubstitution machen, die wir im vorherigen Video gezeigt haben. Die Aufgabe lautet 2 hoch 1,5x plus 8 mal 2 hoch minus 1,5x minus 6 gleich 0. Nun wollen wir alle Lösungen x rausfinden, wenn diese Gleichung gilt. Nun, das sieht ja relativ schwierig aus und es wird nicht ganz einfach sein, hier die Substitution so zu machen, dass wir eine quadratische Gleichung bekommen. Schauen wir uns die Gleichung an. Wie können wir hier auf eine quadratische Gleichung kommen? Nun, da muss man wieder schauen, dass wir das so hinbekommen, dass wir gerade eine Zahl haben und dann eine Potenz und eine Potenz, die gerade das Quadrat davon ist. Das heißt, wir können schauen, dass wir hier mit 2 hoch 1,5x multiplizieren, dann wird das hier gerade wegfallen und wir hätten hier die 8, hier hätten wir 2 hoch 1,5x und hier hätten wir 2 hoch x gerade das Quadrat davon. Das würde also funktionieren. Also machen wir mal 2 hoch 1,5x. 2 hoch 1,5x mal 2 hoch 1,5x ist gerade 2 hoch x nach dem dritten Potenzgesetz. Hier 2 hoch minus 1,5x mal 2 hoch 1,5x fällt weg zu 1, bleibt also nur die 8 übrig. Und 6 mal 2 hoch 1,5x kommt hier hin, gleich 0. Jetzt können wir das noch umschreiben, dass wir die klassische Anordnung haben. Minus 6 mal 2 hoch 1,5x plus 8. Gleich 0. Und jetzt können wir substituieren, weil wir haben gerade hier und hier gerade das Quadrat. Das heißt, wir können substituieren. Und zwar 2 hoch 1,5x gleich u. Ersetzen wir das. Das ist gerade u Quadrat minus 6u plus 8 gleich 0. Und das ist jetzt wieder eine quadratische Gleichung, nicht allzu schwer zu lösen. Minus 6 halbe ist 3 plus minus Wurzel aus 6 halbe ist Quadrat ist 9, 3 Quadrat ist 9, minus 8. Das heißt, wir haben jetzt Lösung u1, 2 gleich 3 plus minus Wurzel aus 1 ergibt 1. Das heißt, wir haben die erste Lösung u1 wäre in diesem Fall 4 und die zweite Lösung u2 wäre in diesem Fall 2. Mit diesen beiden Lösungen müssen wir jetzt weiterrechnen bei der Rücksubstitution. Fangen wir mit der ersten Lösung an, u1 gleich 4. Das heißt, setzen wir es hier ein, 2 hoch 1,5x gleich 4. So, wie lösen wir das auf? Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, dass wir, um Potenzen aufzulösen, den Logarithmus verwenden können. Das heißt, wir machen hier den Logarithmus und zwar zur Basis 10. Immer wenn wir den normalen Logarithmus ohne etwas dazu schreiben, verwenden wir den Logarithmus zur Basis 10. Das heißt auf beiden Seiten, das heißt, es steht hier log Basis 10, schreiben wir nochmal hin, 2 hoch 1,5x gleich log zur Basis 10 von 4. So, und jetzt können wir wieder die Regel verwenden, den Exponenten nach vorne. Das heißt, es steht hier 1,5x mal log 2 gleich log 4. Hier kann ich es weglassen, immer zur Basis 10, wenn nichts steht. Dividieren wir durch log 2. Das heißt, 1,5x ist gleich log 4 durch log 2. Jetzt machen wir nochmal 2, dass wir das x allein stehen haben. Das heißt, x gleich 2 mal log 4 durch log 2. Nun, das sieht alles etwas sperrig aus und wir werden gleich sehen, dass es eigentlich eine ganz einfache Lösung ist, wenn wir das noch umschreiben. Und zwar log 4, 4 ist ja gerade 2 hoch 2. Das heißt, wir können schreiben 2 mal log 2 hoch 2 durch log 2. Und hier haben wir die alte Regel. Exponent nach vorne. Das heißt, es steht hier 2 mal 2 mal log 2 durch log 2. Die beiden Logarithmen lassen sich rauskürzen. Bleibt übrig, 2 mal 2 ergibt 4. Das heißt, eine Lösung ist der gleiche, ist die 4. So, jetzt müssen wir noch die zweite Lösung substituieren. Und zwar u2 gleich 2. Das können wir uns allerdings wieder, wie beim letzten Video, schenken. Wenn wir uns die Gleichung anschauen, 2 hoch 1,5x
gleich 2. Und da wir ja wissen, 2 ist 2 hoch 1, und wir wissen, dass dann die Exponenten gleich sein müssen, also ein halb x muss dann dementsprechend 1 sein, daraus muss folgen, wenn wir hier noch mit 2 multiplizieren, dass 2 die andere Lösung dieser Gleichung ist. Das heißt, wir haben 2 Lösungen dieser Gleichung, nämlich die 4 und die 2. Wir hätten auch bei dieser Lösung schon mit diesem Trick arbeiten können. Wenn wir hier schauen, 2 hoch 1/2x gleich 4 hatten wir hier. Und 4 hätten wir auch gleich als 2 hoch 2 schreiben können. Hätten wir hier auch schon den gleichen Trick anwenden können. Danke.